Oh, vielen Dank. Was wollte ich machen? Ach ja, Karte sammeln. Stimmt ja. Dazu müsste ich wohin? Ist das das da? Was war das? Was war das für ein Geräusch? Wäre das hier? Wir waren hier schon mal. Letztes Mal war da so ein Flugviech und da konnte ich mich noch nicht gegen wehren. Hat sich ein bisschen was geändert. Da oben ist es. Habe ich mich dran vorbeigemogelt. Was ist das? Da war ich noch nicht. So. Huch! Oh! Die Zeichnung kennen wir noch gar nicht. Das ist ein süßes Auto mit Smiley-Reifen. Das ist schön. War aber noch ein Benziner. Mmh. So. Okay. Ja, ja, jetzt ist er mir egal. So. Früher habe ich mich nicht getraut, heute ist mir einfach egal. Hä? Oh, ich bin aber dran vorbei. Kartenstück Nummer 1. Ich bin einfach dran vorbei. Oh no. Okay. Das hätten wir. 3. Kartenstück 3 wäre. Ist nicht allzu weit entfernt. Hier? Nee, doch. Ja, müsste hier sein. Okay, markieren. Ich guck mal. Bunker des Dukes. Da dürfte nicht so viel los sein. So. Mal gucken. Hast du eigentlich was zu sagen? Nee, ne? Ich war schon da. Ja, 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 komm. So, Nummer 3 ist das, ne? Schau mal. Ah. Okay, da oben links steht 7. Ich glaube, es ist Nummer 3. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Ich meine, es ist schön. Ich freue mich, dass es geht. Aber eigentlich, wenn man gerade Sachen ausleihen will, ist das ein bisschen hinderlich. So schnell. Chili. Solange keiner hier ist, eine Lampe, geil. Oh, ein Safe. So, ich mag die Minigames bei den Safes. Weiß nicht warum. Ja gut, ich weiß warum, weil sie mir Spaß machen wahrscheinlich. So, 2, 5. Oh, 0, 4. Okay, dann mache ich 4. Was treibst du dich hier herum? Ups. Entschuldige. Scheiße. Ich hätte schleichen sollen, ne? Fünf und vier kamen drin vor. La 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 la. Fünf und vier kamen drin vor, wie die mich überhaupt gesehen hat. So, ich speichere nochmal vorsichtshalber. So, 5 und 4. Jetzt weiß ich die Reihenfolge nicht mehr. Ich mach mal 5.
7. 6, 4. Ah, huch! Alle kommen vor, geil. 6, 7. 4, 5. Geht nicht. 5, 4 geht er nicht. Okay, das geht schon mal. 4 und 6. Let's go. Geht doch. Dankeschön. So. Bölzchen, Fernwaffenwerkbank, auch sehr gut. Hier ist niemand, ne? Ich sollte vielleicht vorher mal gucken, ob jemand ist. Bin ein sehr guter Einbrecher. Munitionspresse. Wieso war ich in diesem Haus vorher nicht drin? Es bietet so viel für so wenig. Guck mal, ist alles umsonst. Gedanken eines Outlaws. Oh. Dass wir uns einmal mit den Berserkern verstehen, hätte auch keiner gedacht. Vor ein paar Jahren waren es die letzten Hinterwäldler. Und jetzt akzeptieren sie sogar unsere Wummen. Ein Glück. Nur mit Schwert oder Bogen und Bogen kämpfen wäre mir zu trostlos. Wo bleibt denn da der Spaß? Ich muss aber zugeben, dass die Berserker was auf dem Kasten haben. Kümmern sich ein bisschen um die Natur und schon sieht es nicht mehr ganz so scheiße aus. Die Wüste war damals echt trist. Wenn ich meinen Jungs versuche zu erklären, dass es hier gar nicht so übel ist, verpassen die mir einen Einlauf. Manche brauchen einfach länger, bis sie kapieren, dass dieser Lebensstil für einen gut sein kann. Hast du recht, mein Lieber, hast du recht. Schön, dass du offen für Neues bist. Und guck mal, wie gut die jetzt eigentlich wohnen hier, ne? Ich meine, gut, das ist ein normales Wohnhaus hier. Aber wie schön. Verhältnismäßig. Im Vergleich zu gewissen anderen Butzen, die es so überall gibt. Gerade bei den Outlaws. Die Outlaws wohnen halt an so einem Eimer Scheiße. So. Einziges Problem bei den Berserkern ist, ich habe gehört, da wird ab und zu geklaut. Kommst du nach Hause, deine Sachen sind weg. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Nö. Ich weiß, dass sie klaut. So, warte, hier war noch was. Habe ich gesehen. Prima. Die haben wir also auch. Die Nummer 3 haben wir auch. Dann fehlt nur noch die Nummer 7. Ach du Scheiße. Markierung aufheben. Marker setzen. Nee, wir können nicht Marker löschen. Also, hier möchte ich gerne löschen. Ich glaube, unten beim Strand, der ist schon gelöscht. Ja. Ach du Scheiße. Aber ist das hier? Ich glaube ja. Auf dem Haus. Oh Gott, Thompson Town Mitte. Vielleicht eher Grotte, weil da haben wir schon. Ist im Grunde genommen egal, aber ich habe keinen Bock auf diese scheiß Ausgediensten da. Diese Mergelviecher. Ciao, Leute. Ist das geil mit dem unendlichen Jetpack. Auf dem da. Da war ich noch nicht drauf. Kann mir fast gar nicht vorstellen. Hier war ich hier nicht schon? Trifft mich hart. Sargnagel. Das ist ja... Na sowas. Das trifft mich wirklich hart. Ich hatte gedacht, ich war schon auf jedem Hochhaus. So kann man sich täuschen. 913 wieder. Nice. Herz eines Biermorph. Nom. 10 Unholder. Schön. Wieder 10 Punkte drauf.
Ich wollte bei den Waffen gucken. Ich lasse mich ein bisschen schnell ablenken. Sargnagel. Geschützmunition. Gut, Captain Zack macht immer mehr Schaden, ne? Sargnagel, nice. Kann man ausprobieren. Diese Waffe wurde in einem Grab gefunden. Von der Leiche fehlte jede Spur. Mhm. Sargnagel kostet 14,4 und macht 458 Schaden. Dir kostet 5. Macht 536 Schaden. Verstehe ich nicht ganz. Anforderungen jeweils immer 66. Verstehe. Fast the number of the beast. Okay, komm, ich nehme einfach mal. Nein, was? Ich wollte doch. Ich will doch einsammeln, Mann. Ignadon. So. Prima. Dann hier noch Schrott. Ha 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 ha. Oh, ist das nice. Das ist schon ganz geil. Ich verstehe, warum man nicht von Anfang an natürlich, ne? Endlos Jetpack hat. Wäre auch zu einfach. Oh, liebe es. Der Jetpack ist so nice einfach. Das könnten sich auch andere Games mal abgucken. Andererseits vielleicht nicht. So, da oben waren wir ja schon drauf. Oh, 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 oh. Hier waren wir ja schon. Schlafen, Schlafsack für alle möglichen Tageszeiten, um sich hier umzugucken. Das finde ich sehr gut mitgedacht. So, und die Nummer 8 fehlt uns auch noch, ne? Nummer 8. Nee, das war die Nummer... Nummer 8? Warte mal. Okay, die muss... Das lösche ich mal wieder. So. Nummer 8 wäre... Warte, wenn ich das richtig sehe... Hier? Okay, warte. Marker setzen. Ich bin gespannt. Und markieren, aber... Nein, nicht löschen! Oh, Marker setzen und markieren. So rum. Ja, ich weiß genau, wie das endet. Ach du Heilige. Das ist erledigt. Ach so. So, warte. Oh. Entschuldigung, Brambart. Ups. Direkt nochmal reingeknieselt bei ihm. So, Weltenherz sicher. Habe ich gar nicht dran gedacht. Gut, dass wir hier waren. Stimmt ja, das war ja unsere, die Anfangsstätte. So. Hätte ich gar nicht dran gedacht. Und die wurde ja von den Berserkern verteidigt damals. Also immer noch, natürlich. Ein Teil haben wir abgezogen. Die sind jetzt bei uns im Fort. Also in der Bastion. So. Hier nochmal.
Prima. Können wir uns gleich Lorbeeren abholen, dass wir wieder so schön aufgeräumt haben. Wahrscheinlich sagen die gar nichts dazu. Bluthund. So. Und wie ich sehe, wir müssen auch noch ein bisschen. Aus irgendeinem Grund ist es mir wichtig, dass die safe sind. Ich weiß nicht mehr warum. So, hier nochmal. Da waren wir doch schon drauf. Okay. Ich glaube, das ist der Ort, wo wir gucken müssen. Aber da waren wir doch schon drauf. So, prima. Wo ist ein Brambart? Oder irgendwer? Wer hat denn jetzt hier das Sagen? Halt. Wer hat denn jetzt hier das Sagen? Yeah. Entschuldige bitte. Nee. Oh, hier ist schon alles, hier ist alles leer. Jemand hat ihnen alles gestohlen. Gut, dass wir vorbeigekommen sind. Aber wer ist denn, wo ist denn Brambart oder wer auch immer? Hier, ne? Ja, also. Es wird Zeit, dass wir uns intensiver um Karakis kümmern. Okay, cool, danke. Das war eher gern geschehen. Ich wollte auch noch ein bisschen Lob haben. Ein bisschen Anerkennung für einen unermüdlichen Krieger. Geil. Empfehle Vorsicht. Unübersichtliches und brüchiges Gelände. Ein Frosch. Was? Da liegen ja noch Sachen. Offenbar habe ich Elix gar nicht durchgespielt. Trank des Kriegers? Was? Solange hier noch irgendwo irgendwelche Sachen liegen, habe ich Elix 2 einfach noch nicht durchgespielt. Es ist einfach... Es ist einfach so bitter. So. Piranha Bytes Spiel hat man erst dann durchgespielt, wenn kein Loot mehr übrig ist. So. Hallo, Kollege. Gib mal das hier. Hä? Wie können denn hier noch Sachen liegen? Das ist völlig unmöglich. Bin ich hier noch nicht mit Brille rum? Hä? Ich bin erschüttert. In meinem Glauben aber. Missing. Habe ich schon mal probiert zu lesen? Missing. Vlin? Urine? Oh Gott, ich. Last seen. Okay, das muss ich mal gucken. Vielleicht finde ich das online irgendwas, das vielleicht schon jemand übersetzt. Zum Glück geht das ja mit den Buchstaben und so. So, okay. Einfacher Bogen. So. Bupp. Ich, ne, Map hole ich gleich. ich hole die gleich. Ich bin schon fast da. So, warte. Moment. Ist ja kein Wunder, dass ich nichts gefunden habe. Offenbar habe ich nichts gesucht. Bin einfach eine Enttäuschung in jedweder Hinsicht. Da liegt halt überall noch was. Aber ich erinnere mich, hier habe ich damals diese Viecher geplättet zum ersten Mal, ne? Die, die Skyans, die Skyaniden. Die mal Skyans heißen und mal Skyaniden. Haben wir damals zum ersten Mal hier geplättet. So, und auf dem Turm waren wir doch neulich. Ist das nicht der? Plopp. Bin der Badewannenkapitän. Hup, hup. So, aber,
Okay, warte. Aber hier waren wir doch schon. Oder ist das vielleicht doch nicht das richtige Kartenstück? Das hier haben wir schon. Müsste noch irgendwo so ein Dingens sein, nicht? Aus der Perspektive. Achso, das ist der Radar auf dem Bild. Ich gucke mir gerade ein Bild an, wo das sein sollte. Also hier sollte es gewesen sein. Ich schau mal eben. Ja, Nummer 8. Aber das haben wir schon. Oder hätte ich das, habe ich das einfach gar nicht aufgehangen? Wir haben es schon gefunden und ich habe es einfach noch nicht aufgehangen. Das kann natürlich sein. Was jetzt nicht so wild wäre. Hauptsache, wir haben es. Oh. Ich liebe dieses Rumfliegen einfach. Was ist denn das da? Waren wir hier schon? Ah, doch, ich erinnere mich. Ja, hier waren wir auch schon. Oh, geil. Oh, diese Freiheit. Über den Wolken. Ja, ja, ja. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Ja, ja. Okay. Ich speichere mal kurz. Wir gehen gleich Sachen aufhängen, ne? Mit Sachen aufhängen meine ich keine Wäsche. Auf dem Stück Autobahn waren wir auch schon. Da war die Brücke. So. Und den Damm wollten wir uns noch angucken. Hier sind über die Schlänger von dem Weltenherzen. Das da zumindest. Vermute ich, dass das ist. Also hoffe, dass das ist. Okay. Oh, schön. Entschuldigung, ich höre euch auf. Das ist immer gerade so schön einfach. Das hat man sich doch die ganze Zeit gewünscht. Da ist die Tankstelle mit den ständigen Respawns. Ja, natürlich hat er Respawns. Und wahrscheinlich auch, lass mich raten. Oh. Noch ein Unhöllchen. Naja, was soll's. Dankeschön. So. Was soll's? Ich will natürlich die Tränke auch noch machen. So. Deswegen nehme ich die Unholde gerne mit. Dann können wir noch ein bisschen mehr süppeln und haben noch ein bisschen mehr davon. Da drüben war auch noch einer. Den würde ich auch noch gerne mitnehmen. So. Njam, 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 njam. Herz eines Unholds, das schmeckt lecker. Wäsch damit, wäsch damit. Und? Achso, das ist er. Wäsch damit. Was habe ich da gerade gesehen? Was habe ich dann da? Es ist mir halt einfach ein Rätsel, ne? Ich weiß es selber nicht. Das haben die doch bestimmt neu dahin gesteckt. Das kann nicht sein, dass das vorher schon da war. Wo ist ein Holdi? Ah. Thank you.
Sag mal, sehe ich das Kyaniden rumfliegen? Hier? Ist der... Ja, ach, schon wieder, na klar. Die sterben gerne mit einem Stein im Arm. Naja. Naja, ich weiß auch nicht. Die Skyaniten, haben die sie jetzt weiter ausgebreitet, nachdem wir die besiegt haben? Haben wir denen Gefallen getan, indem wir diesen komischen Halb-Torso-Hannes da ausgeschaltet haben? So. Weg damit. Weg mit dem ganzen Rotz von der Karte. Guck mal, hier ist... Hä, was machen die Skyaniden hier? Und gar nicht mal wenige von denen, wie es aussieht. Hä, da ist dieser, der Schwebefix. Was macht denn der jetzt hier? Was macht denn der jetzt hier? Wie kommt... Hä? Das war doch der Bossgegner. Wie kommt denn der Bossgegner hierher? Ich meine, cool, dass der ein bisschen Urlaub hat, offenbar. So, gehen wir mal rein. Also mir ist klar, dass es eine neue Breed ist, die die entworfen haben, ne? Aber ich dachte, der erste Veränderliche war der einzige bis jetzt. Das ist mir ein bisschen rätselhaft. Aber ich meine, gut. Da ist er weg. 20 dunkles Elex. Geil, reicht für einen Trank. Das hätte gar nicht sein müssen. Aber so ist es eben. Da fliegt einfach von denen so ein Veränderlicher rum. Ich meine, gut, als Quelle für dunkles Elex natürlich super. Okay, aber jetzt reicht's. Wir gehen erstmal wieder in die Bastion. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist ein paar Tränke.